Hey Leute und willkommen zurück auf Hitchhiker's Reviews. Ja, heute zeige ich euch das Thema, wie ihr Hintergrundbilder in Windows ab Windows Vista bis Windows 10 und den Serverversionen zeitlich gesteuert ändern könnt. Wenn ihr zum Beispiel ein helles Hintergrundbild habt und ihr möchtet nachts, wenn ihr auch hier zum Beispiel den Dark Mode aktiviert habt in Windows, und dann möchtet ihr zum Beispiel auch ein dunkles Hintergrundbild haben. Nicht so wie hier jetzt, sondern zum Beispiel so etwas wie das hier. Gleiches Motiv, nur in dunkel oder ein ganz anderes Bild. Das ist im Endeffekt egal. Das Prinzip ist dasselbe. Wie macht ihr das? Dazu braucht ihr das Programm BGinfo 64 oder auch BGinfo für 32-Bit. Das findet ihr auf dieser Seite hier. Nach oben scrollen. Von Microsoft.com direkt, also was ganz offizielles, namens BGinfo, hier in der Version 4.2.8 und wurde im September 2019 veröffentlicht. BGinfo gehört zu dem Sysinternals-Programm, das bedeutet, das sind Open Source, meines Wissens Open Source Programme von Microsoft-Mitarbeitern, die diese Programme zur Verfügung stellen. BGinfo selber kann auch deutlich mehr. Das Ganze geht jetzt ungefähr so aus. Nur dafür nutzen wir jetzt einfach mal die Hintergrundbildfunktion. Das kann auch zum Teil Sachen auslesen, wie ihr hier seht. DHCP-Server, DNS, Windows-Version und so weiter, also wie hier bei Windows Vista. Aber das können wir auch abschalten, dass wir ein ganz normales Hintergrundbild haben, wie hier. So, wenn ihr euch das runterladet, habt ihr eine ZIP-Datei. Datei speichern. Und ihr packt die dann einfach. Dann sieht das Ganze ungefähr so aus, wenn ihr das öffnet. Ihr müsst zuerst die Eule akzeptieren. Wenn ihr das gemacht habt, sieht das ungefähr so aus. Hier oben rechts ist noch ein Timer. Einfach mal kurz draufklicken, dann schließt sich das Programm nicht mehr. So, hier können wir jetzt uns verschiedene Templates machen für Tag und Nacht. Dazu können wir einfach mal hier unser Background auswählen. Das Ganze ist übrigens auf Englisch. Falls es nicht habe, gibt es hier einen. Ne, ich glaube nicht. Ne. Spracheneinstellungen gibt es nicht. Da wählen wir unser Bild aus. Wallpaper Position machen wir mal auf Fill zum Beispiel. Das sind hier die englischen Sachen für Strecken, Kacheln. Zentrum anpassen, ausfüllen und so weiter. Fill steht denn hier für ausfüllen. Dann wählen wir unser Bild aus. Ich nehme jetzt mal hier die Tagesversion. Das ist das. Und klicken auf OK. Dann machen wir hier in dem Textfeld mal STRG A. Löschen alles und drücken einmal die Leertaste. Dann haben wir ein leeres Zeichen. Und so wird der Text hier unten rechts nicht mehr angezeigt. Drücken dann auf Speichern, um unser Template zu speichern. Nehmen das Ganze einfach mal Tag. Seine BGI-Datei auf den Desktop. So, und machen das Ganze nochmal für die Nacht. Nehmen also unser Nachtbild aus, wieder Fill. So, wieder ein Leerzeichen drin gehabt und das Ganze Nacht. So, dann sind wir hiermit schon fertig und machen das jetzt zeitgesteuert. Das Ganze geht mit der Aufgabenplanung, die zeitgesteuert dieses Programm öffnet und dieses Template lädt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier Doppelklick drauf machen, öffnen, klickt man hier auf Apply, dann wird das Ganze übernommen. Das Ganze auch bei der Nacht. Ne? Zu empfehlen ist, dass ihr diese Dateien alle auf ein Systemlaufwerk packt, was immer aktiv ist. Also wenn ihr eine zweite Festplatte habt, die im Leerlauf zum Beispiel abschaltet nach 20 Minuten, müsst ihr die für diesen Zugriff nochmal extra anlaufen. Ist nachts vielleicht auch nicht so schön, wenn die Festplatten nochmal zusätzlich laufen, wenn man sie nicht braucht. Und deswegen würde ich das generell empfehlen. Der Desktop ist ja normalerweise auch sowieso auf C. Wenn ihr das nicht hier auf dem Desktop haben wollt, verschiebt ihr euch das in irgendwelche Programme oder auch, also ihr könnt jetzt hier, keine Ahnung, einen Programmordner erstellen. Ihr nennt den BGinfo. Dazu bräuchte aber Adminrechte, das ist ein bisschen doof. Oder ihr nehmt auch auf den Windows-Ordner. Da ist das Ganze jetzt deutlich entspannter, finde ich. Und hier könnt ihr euch dann eure Version reinschieben. 32-Bit, 64-Bit. Wer 64-Bit verwendet, sollte das auch machen. Ich habe die hier jetzt schon drin. Ich ersetze die jetzt einfach mal. So. Machen das Ganze zum Fortsetzen. Ihr könnt das auch in die Programme packen. Ihr könnt ihr euch einen Ordner erstellen. BGinfo. Und könnt die Datei hier verschieben. Das ist egal. Auch mit den Bildern. Das geht auch.
Wir können einfach alles hier reinschieben. Ja, die Checkbox hat jetzt eigentlich schon angewählt. Das ist eigentlich relativ egal. Basteln wir mal zurück. So. Die Aufgabenplanung öffnet ihr über das Startmenü oder auch auf Englisch Task Scheduler. Gehen wir mal rein. Erstmal zur Erklärung, was ist der Task Scheduler? Das ist sozusagen eine Aufgabenplanung, wonach nach Zeit oder Ereignissen Sachen geplant in Windows ablaufen. Zum Beispiel unter Microsoft und Windows gibt es jetzt hier zum Beispiel die Defragmentierung. Also wird nach irgendeinem Trigger, irgendwas muss passieren oder nach Zeit gesteuert, wird einmal defragmentiert. Das ist das Ganze deutlich einfacher und muss nicht extra alle eigene Exe-Dateien haben, sondern so wird das Ganze schon besser optimiert und geplant. Wir erstellen jetzt einfach mal einen neuen Ordner, machen Rechtsklick auf Aufgabenplanungsbibliothek und nennen das Ganze einfach mal Hintergrund. So, hier stellen wir jetzt zwei Aufgaben. Hier gehen wir auf Neue Aufgabe erstellen. Und ich nenne das Ganze einfach mal Hintergrund-Tag. So, Speicherort ist unser Ordner hier. Die Beschreibung könnt ihr euch was ausdenken, irgendwas reinschreiben, was euch hilft. Wir können, wir sollten die Auswählung nur aussehen, wenn der Benutzer angemeldet ist, weil der Hintergrundbild zu ändern, während der User nicht dran ist, macht ja auch keinen Sinn, braucht man nicht. Dann könnt ihr hier noch konfigurieren, für welches System ihr das machen wollt. Das ist eigentlich relativ egal. Wenn ihr den Windows Vista-Modus benutzt, funktioniert das auch selbst unter Windows 10. Wenn ihr es ganz genau haben wollt, könnt ihr aber auch hier auf Windows 10 auswählen oder auch, wenn ihr Server benutzt, Server 2016, 2019 und so weiter. Lassen wir mal auf Windows 10. Und hier sind die Trigger und Aktionen. Die sind ganz wichtig. Der Trigger ist, wann das Ganze ausgelöst wird und die Aktion ist, was gemacht wird. Machen wir einfach mal die Aktion zuerst. Wir wollen ein Programm starten und zwar DG-Info in Windows. Und hier müssen wir jetzt noch die Argumente hinzufügen. Wir haben das Ganze ja unter dem Desktop, die Dateien hier, die Templates. Das bedeutet, wir werden jetzt auch den Pfad des Desktops auswählen. Gut, der ist jetzt hier drin. Also Anführungsstrichen, C-Users 2004. Dann Desktop und dann tag.bgi für die Datei. So, dann geben wir noch zwei Argumente dahinter. Das ist zum einen Timer 0. Das bedeutet, dass das sofort ausgeführt wird. Das ist eine Funktion von dem Programm BGInfo. Ihr könnt das Ganze auch nochmal verzögern. Und das Argument Silent, dass das Programm nicht zu sehen ist und das Ganze im Hintergrund alles abläuft. So, das war es eigentlich auch schon. Dann gehen wir jetzt hier noch den Trigger an. Und zwar bei dem Tag ist es so, dass ihr, wenn das System hochfährt, egal welche Uhrzeit, erstmal das ganz normale Bild zu sehen ist. Hier stellen wir also auf täglich ein. Also täglich ein, das soll ja immer so sein. Und wir machen das Ganze, ja, wir machen das Ganze nach einer Anmeldung. Vergesst das, was ich gerade gemacht habe. Wenn das Hintergrundbild beim Starten dann angezeigt wird, ist das egal welche Uhrzeit erstmal. Wenn es dann später, wenn ihr haben wollt, Nachtbild, 20 Uhr, und ihr fahrt im PC um 21 Uhr hoch, ist erstmal für 10 Sekunden ungefähr oder ein paar Sekunden das helle Bild zu sehen, weil das Ganze sonst nicht funktioniert. Ich habe das Ganze schon mal ausgetestet. Eventuell funktioniert es bei euch. Ich kann gleich nochmal zeigen, was. Ansonsten zeigt ihr einfach hier den Zeitplan. Ihr wollt von, ja, 12 Uhr euer Bild haben. Das hat bei mir nicht funktioniert. Deswegen machen wir das Ganze mal bei Anmeldung. So, jeder Benutzer oder ein bestimmter Benutzer, das, was ihr haben wollt, könnt ihr dann auswählen, wenn es verschiedene gibt und ihr euch notiert, das Bild haben wollt. Ansonsten übernehmt ihr das für alle Benutzer. Aufpassen. So, das machen wir bei der Anmeldung. Der Rest ist hier relativ egal. Klicken wir auf OK. Das war's dann für den Tag schon. Und das machen wir dann nochmal für die Nacht. Hintergrund Nacht, wenn auch schon richtig schreiben. So, Windows 10, nur wenn angemeldet ist. Aktion, wieder dasselbe Programm starten. BG Info 64 und wieder die gleichen Argumente. C, Users 2004, Desktop, Nacht.bgi. So, slash Timer 0 und slash Silent. Die Befehle stehen nochmal in der Beschreibung. Zur Übersicht. So, dann noch jetzt den Trigger
Und hier stellen wir jetzt unsere Uhrzeit ein. Das Datum ist egal, stellen wir auf täglich, einmal pro Tag. Und sagen jetzt, unser Nachtbild soll ab. Okay, lassen wir das, ist ein bisschen komisch. Ab 20 Uhr. Zeitzone übergreifend können wir das auch machen. Und wir verzögern das Ganze um, wählen jetzt mal hier 30 Sekunden aus und geben dann 10 an. Das bedeutet, wenn euer System auch um 21 Uhr hochfährt, wird erst das bei der Anmeldung das helle Bild ausgewählt und dann danach das schwarze. So. Und bei den Bedingungen, das ist das gleiche wie beim Tag auch, gibt es noch verschiedene Bedingungen. Wenn es zum Beispiel erst im Leerlauf ist, solltet ihr das machen. Oder wenn nur eine bestimmte Netzwerkverbindung da ist. Zum Reaktivieren, den Computer nochmal hochfahren für die Aufgabe, würde ich jetzt mal nicht machen. Ist eure Entscheidung. Hier mit Laptops zum Beispiel ist auch eine Angabe, aber so Hintergrundbild wechseln sollte eigentlich eher egal sein. Bei den Einstellungen würde ich noch einstellen, Aufgabe so schnell wie möglich nach einem verpassten Start ausführen. Das Ganze würde ich auch beim Tag machen, obwohl das eigentlich da eher irrelevant ist, weil das nach Anmeldung sowieso gemacht wird. So. Hier haben wir jetzt mal eine Übersicht, jeden Tag um 20 Uhr oder eine Anmeldung eines Benutzers. So. Im Endeffekt können wir das Ganze jetzt mal testen. Wir haben jetzt hier den schwarzen Hintergrund und es ist noch 15.41 Uhr, das war die Tastatur. Das heißt, wenn wir den PC neu starten, sollte es das helle Bild sein. Machen wir das Ganze einfach mal. So, das Ganze hat sich jetzt noch minimal verzögert, wie ihr gesehen habt. Das dauert immer ein bisschen, aber jetzt haben wir hier auch das helle Bild automatisch drin. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch mal eine andere Uhrzeit einstellen. Zum Beispiel eine nach 20 Uhr. So, wir wollen jetzt manuell festlegen. Das Datum ist richtig so. Wir wählen jetzt einfach mal 21.42 Uhr aus, gehen auf Ändern. Und schon macht er das automatisch. Das Ganze funktioniert also. Problematisch ist das Ganze nur, wenn ihr euch daran eure Desktop-Hintergrundbilder manuell einstellt. Wenn ihr zum Beispiel hier Rechtsklick auf Desktop-Hintergrundbild ändern macht, ist es so mal das ganz normale Tag. Wenn ihr jetzt aber auf Nacht zum Beispiel macht, sieht das Ganze eventuell so aus. Oder, was mir gerade auch passiert ist, das ist gerade der Vorführeffekt, wird das Ganze auf Kacheln umgestellt. Dann sieht das Ganze ungefähr so aus oder halt hintereinander bei mehreren Bildschirmen und so weiter. Ziemlich scheiße. Das bedeutet, ihr müsst hier einfach nochmal auf euren Modus gehen, den ihr haben wollt. Bei mir ist es halt anpassen. Und ja, das war's soweit. Ich hoffe, es hat bei euch funktioniert. Ansonsten Fragen etc. gerne in die Kommentare. Wichtig ist, falls ihr das unter Windows Embedded macht, ihr braucht natürlich hier Aufgabenplanung. Ist natürlich klar, dass ihr die installieren, mitinstallieren müsst. Ansonsten bei jedem normalen Windows ist sie dabei. Ja, dann, wenn Fragen, Probleme sind, wie gesagt, ab hier mit in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Bis dahin. Ciao.